Und es gibt ein wenig Shakes and Fidget hier, W23. Bringe ich nicht mal das Intro raus. Heute ist Wochenende, Raritäten des Waldes Event. Und ich möchte, bevor ich mit dem Tag losstarte bzw. weitermache, noch kurz den einen oder anderen Habitatsgegner oder Dungeon-Gegner kloppen. Genau. So, Edelsteine, da hatte ich diesmal Glück. Ich meine, es war wieder ein bisschen Schrott auch dabei. Aber mal kurz sortieren, dass ich da den Überblick behalte. Genau, das dürfte so klappen. 175, 174, 171, das sind schon mal schöne Steine. Und dann habe ich hier sogar einen riesigen Ausdauerstein erhalten. Den habe ich natürlich direkt in mein schönes Epic reingesteckt. Moment, kann ich das beim Schmied jetzt schon aufwerten? Nö, da fehlt mir noch immer Metall. Ich werf da kaum was rein, außer vielleicht irgendwelche Epics, aber so viele Epics habe ich nicht. Und hier ist auch ein Ausdauerstein drin. So, beziehungsweise, Moment mal, wenn ich jetzt wirklich so gut gerüstet bin, eine neue Waffe und dann bin ich happy. Okay, Geschicklichkeitsgürtel, den brauche ich jetzt nicht so, beziehungsweise ich kann eventuell ein bisschen hier drehen, eventuell sind ja da Items dabei, die man benötigen kann. Moment, ich füttere mal kurz meine Pets, weil ansonsten dauert das ein bisschen zu lang. Also muss ich immer hier nach jedem Item. Genau, das sieht schön aus. Das gefällt mir schon mal. Also, ich weiß nicht, warum in dieser Anzeige der Sockel nicht angezeigt wird. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass fast alle Items hier sowieso mit Sockel sind. Aus dem Glücksrad von Abadakabadawusi. Gut, Raritäten ist natürlich für einen neuen Server nicht so krass. Obwohl ich sowieso, wenn man sich mal meine Gilde ansieht, definitiv aufholen muss, was die Festung betrifft, aber jetzt habe ich mein Festungsgebäude auch direkt. Wieder einen Sockel, obwohl es nicht angezeigt wurde. Ich glaube, fast alles hier hat einen Sockel. So, genau, mein Festungsgebäude habe ich jetzt noch um eins aufgewertet, aber man muss auch sagen, ich meine, ich habe zwar einige Pilze aufgeladen, aber ich werfe sie nicht mit beiden Armen und Händen zum Fenster raus. Also ich bin da schon ein bisschen sparsam. Genau, Festung ist auf 9. Und jetzt habe ich mich direkt für die Ressourcengebäude entschieden. Wo ich noch fleißiger werden müsste, ist hier. Wirklich alle 5 Minuten den ganzen Tag lang neue Gegner suchen, bis da einfache kommen. Aber genau. Gut, hätten wir... Moment, nein. Eine Waffe wollte ich suchen. Genau, gedreht habe ich. Da war leider keine dabei. Hier erstmal auch nichts. Aber da haben wir jetzt zwei schöne Teile. 266, das könnte natürlich direkt schon mal hier diese Waffe ersetzen. Geschick, Glück, ja, Glück brauche ich im Prinzip auch, aber das hätte ich eher gerne auf einem Epic und nicht. Yo, ich habe jetzt so viele Geschicksteine, diesen Brustpanzer gönne ich mir gleich. Aber bevor ich einen Sockel reinpacke, einen Edelstein, warte ich noch kurz, den Fehler mache ich nicht nochmal, dass danach vielleicht direkt was Besseres kommt und ich habe dann schon den Edelstein drin. Gekauft ist es mal, aber ich schaue noch ganz kurz weiter. Im Prinzip das andere Teil, die anderen Items sind mir echt egal, ich will eine Waffe haben. So, das sind zwei ohne Sockel. Ich meine, wenn es wirklich was Überdimensionales wäre, könnte man einen Sockel hinzufügen. Aber, ja, sowas zum Beispiel. Boah, die Waffenspanne wäre sogar nicht von dieser Welt. Aber lieber 25 Mal weiterblättern, in der Hoffnung auf direkt ein gutes Item, als 25 Pilze für einen Sockel auszugeben, oder? Wenn es ein Epic wäre, okay. Aber ich glaube, in ein normales Item einen Sockel. So, jetzt. Diese Dämonenschlachter, was auch immer. Ausdauerglück. Ah, Spanne wäre auch sehr, sehr lecker. Die Waffe ist echt das Wichtigste. Nur eine Waffe, mehr brauche ich gar nicht. Mehr will ich auch gar nicht. Ist das denn zu viel verlangt hier am Wochenende? Also Raritäten des Waldes Event, da bekommt man zu einer weitaus höheren Chance Pilze in der Wildnis, also bei Quests. Und ab und zu auch, wenn man die Festung hat, beziehungsweise das bekommt man, glaube ich, sogar, wenn man die Festung noch nicht hat, Holz und Stein, das zieht man aufs Charakterbildchen und dann ja, bekommt man einen prozentuellen Anteil an Ressourcen von seinem Maximum. Stärke, Geschick. Oh Mann. Jetzt macht's mir nicht so. Oh, sehr schön. Ja, das war auch sehr schön. Und da wäre fast eine Waffe nachgekommen, eine gute. Nö. Bam, badabam. Okay, die war zum Glück sowieso kein. Das jetzt. Oh Mann, aber ich will sowieso eine große Spanne, muss man sagen. Und die haben alle keine Ausdauer, große Spanne. Ja, das wird es. Dann habe ich zwei Ausdauer. Egal, dann tausche ich ein paar Geschicksteine um. Ich meine, so viel Ausdauer sollte man echt nicht haben. Ich brauche ein bisschen mehr Geschick. Aber bei der Waffe, sorry, da kann ich nicht Nein sagen. So, dann kommt da
Ich weiß nicht, werde ich jetzt ein Epic erhalten? Kommt da mal mein zweitbester Geschickstein rein? In die Schuhe mein drittbester, den allerbesten hebe ich mir noch auf. Und eigentlich hätte ich jetzt noch gerne... Boah, diese zwei Teile muss ich austauschen. Moment, da blättere ich kurz hier mal. Beziehungsweise vielleicht ist auch direkt ohne Blättern was dabei. Ich meine, Spitze wäre ja natürlich... Hier bin ich bei 10 von 10. Moment, kann ich die packen direkt so jetzt mit den neuen Items schon oder noch nicht? Weil, wer weiß. Also hier gibt es ja zu 100% ein Epic. Eventuell ist es ja genau eines für einen Platz davon. Machen wir noch 5 bis 10 Versuche. Wenn es dann nichts wird, dann blättere ich vorher noch. Nein, egal, ich blättere noch. Würde ich ja sowieso tun. Ausdauer. Nein, ich kann echt nicht auf so viel Geschick verzichten. Obwohl gerade gegen den Magier, das wäre so die einzige Ausnahme. Aber so, Tränke natürlich auch. Ganz gerne nebenbei immer auffrischen. Und dann kommt sowieso direkt ein neues Item nach. Habe ich geklickt oder nicht? Doch, ich habe geklickt. 47 Tage, ja, da gönne ich mir auch direkt, weil den will ich ja sowieso permanent aufrechterhalten. Da ist schon mal ein Ding, welches ich haben wollte. Sehr schön. Jetzt noch einen Ring. Und wir sind alle glücklich bis an unser Lebensende. Nein, nicht ganz. Bis in 10 Level-Ups wahrscheinlich, weil ich dann wieder blättern muss für neue Gegenstände. So, Ausdauerring. Ich könnte den natürlich nehmen, obwohl ist 240 viel. Nein, 240 ist gar nicht viel. Ich wollte sagen, ich könnte den nehmen und nochmal in einen Geschickstein reinpacken. Moment, und da ist auch, glaube ich, einer fertig geworden. Genau, die großen sind dann immer die, die ich nicht so benötige. Oh, 184 hätten die dann schon. Naja, eventuell habe ich ja bald mehr Glück. Der Trank wird noch gekauft. Was haben wir da so? Geschick Ausdauer, dafür ist es jetzt schon zu spät. Stärke Geschick, nein. Bin ja kein Krieger, obwohl ich eine Mischung aus Krieger und Kundschafter bin. Ein Assassine, schnell wie der Wind. Nein, nicht ganz, aber keine Ahnung. Das ist er jetzt. Nein, mit G, das hätte schon mal gepasst. Wie kann es denn sein, dass ich so lange auch nicht mal zufällig irgendwie oder im Laden oder bei einer Quest, dass ich da keinen Ring finde, der besser ist als der hier? Oder einen epischen? Nein, das ist zu viel verlangt. Das kann man nicht verlangen von dem Spiel. Mit meinem Glück aktuell. Das ist er jetzt. Ausdauerglück, nein. Aber der Ring, der geht ja eigentlich gar nicht. Oh, wirklich. Ohne Witz, ich finde ohne Epic-Event mehr Epics als im Epic-Event. Und das ist sogar ein Epic ohne Pilze mit Sockel direkt gekauft. Aber sowas von 20 auf alle Attribute. Hallo? 20 auf alle Attribute extra. Zu wenig Gold. Oh, okay, da muss ich jetzt sowieso aufhören. 20 auf alle Attribute. Da kommt der beste Geschickstein rein. Ich wusste doch, warum ich mir den besten noch aufhebe. So, der war schon im Klo. Dann kann der eigentlich... Jetzt feucht fröhlich zum Schmied, würde ich sagen. Und? Oder habe ich irgendwas vergessen? Nicht bedacht? Weg damit. So. Jetzt kann ich mir noch immer keinen Level-Up leisten. Aber ich weiß nicht, wäre es in dem Bereich von mir aktuell schon sinnvoll, da irgendwas aufzuwerten? Keine Ahnung. Gut, das Epic ist am Start. Ring leider nicht, aber mein Gold ist sowieso weg. Eventuell, jetzt habe ich 2 neue Items. Eines davon Epic. Nein, 3 neue Items. Die Waffe ja auch. Und die Schuhe und alles. Nein, 5 neue Items oder so. Moment, das würde mich jetzt aber interessieren. Oh, da ist ja noch nicht mal ein Stein drin. Geschick, Moment. Jetzt habe ich ja 4000 hätte ich aber schon gerne, oder? 4000 kann man schon machen, würde ich sagen. Genau. Die Waffe, komm, es lädt noch. Die Waffe passt. Ich packe die mal vorne hin. Wird zwar kaum einen Unterschied ausmachen, aber wer weiß. Hier habe ich noch immer keine 10% geschafft. Da vergesse ich nicht immer anzugreifen, sondern ich packe einfach keine 10%. Jetzt aber muss die Maschine fallen. Das würde mir sehr gefallen. Komm, jetzt habe ich sogar noch einen Edelstein reingepackt. Jetzt hab dich nicht so. Das kann ja wohl echt nicht sein. Komm, mach hinne hier. Es sind schon echt sehr gute Versuche dabei. Ich meine, so mit 800.000... Das kommt nur noch selten vor. 300, 400, 200.000. Oh Mann. Das wäre so, der Ring wäre das. Ernsthaft, mit einem besseren Ring wäre das jetzt der Versuch gewesen. 80.000. 153.000. Alter Schwede. Das, Moment, wie viel fehlt mir zum Level Up? Ah, versuchen wir mal das Level Up noch. Und zwar mit den Habitaten. Hier haben wir erstmal Schatten. Da hole ich mir 2 Früchte ab. Mit Schatten mal locker flockig drin. So, Frucht Nummer 1. Jetzt ist der 29.
Dann muss ich... Moment, da greife ich vorher hier im Wasserhabitat an. Gegen Schnöggedi Schnöck. Sollte beim ersten Versuch jetzt klappen. Hallöchen, ich bin 7 Level höher. Okay, ich meine, Schnöck ist stärker so. Aber Dankeschön, 1,4 Millionen. Hat noch nicht fürs Level abgereicht. Jetzt greife ich aber mit Wasser diesen Kollegen an. Boah, 10 Ork 31. Okay, da hätte ich mit egal welchem Element verloren. Dann Licht. Kann ich Blutoid schaffen? Nein, ich glaube nicht. Den packt er nicht, weil der ist noch zu niedrig. Aber Lilipon müsste es machen können. Gegen Muskudon. Erster Versuch sogar. Und da ist mein Level up. Sehr schön. Naja, dann würde ich mal sagen, versuche ich es mit Lilipon. Gegen Fails. 10 Ork ist sein letzter. Okay, dann hat er gewonnen. 28. Schade. Und... hier, letzter Versuch. 23. Das werde ich wieder verlieren. Ach, habe ich auch schon verloren. Sehr schön. Das war heute echt mies. Das war sehr mies. Jetzt bin ich aber Level 130. Und will da was sehen. Ein Level ist ein Level. Und ich... Oh, 73.000. Es fehlt echt... Oh, nichts fehlt da noch. Die Maschine. Da, endlich. Endlich. Und es sind Schuhe. 11,4 Millionen. Boah. Oh, oh, oh. Ich meine, über eine Waffe hätte ich mich mehr gefreut, aber egal. So, 11,4 Millionen und ich brauche 9. 160 natürlich, die trage ich. Und direkt einen Geschickstein rein. Sehr schön. Na, immerhin trage ich jetzt mal 4 Epics. Aber waffenmäßig hätte ich da lieber was. Naja, egal. Das Leben ist kein Wunschkonzert, oder? Ich könnte eigentlich parallel auch Abenteuer machen mittlerweile, weil ich ja den Spiegel habe. Aber jetzt haben sich zwei Dinge geöffnet, nämlich die Schwarzschädelfestung. Da wartet der finstere Reiter und der Märchenturm ist jetzt auch am Start. Hä? Wieso habe ich noch keine Begleiter? Turm betreten? Wie funktioniert denn das am Anfang? Ach, jetzt habe ich die Begleiter. Level 150 sind die und die haben noch keine Rüstung. Und ich muss auch zugeben, ich habe noch nie einen Server gespielt, glaube ich, wo der Turm erst von null an dazu kam. Also, ich weiß jetzt auch nicht so ganz. Lohnt es sich, die auszustatten? Also ich kann zum Beispiel, der Kunigunde kann ich jetzt, falsche Klasse? Ach so, ha, stimmt, das ist ja eine Kriegerwaffe. Der Kunigunde kann ich zum Beispiel mein ganzes Zeug geben. Und Waffen sind, Moment, welche davon ist besser? Waffen sind natürlich am Anfang das Wichtigste, aber jetzt die extra einzukleiden, ich glaube, das wäre noch nicht so sinnvoll. Egal, wir schauen mal hier hinein, den finsteren Reiter, der ist Level 205 nun, aber ein Kundi. Der sollte mit ein paar Versuchen eigentlich einfacher sein als der Magier von vorhin, würde ich sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich jetzt noch schöne Epic-Schuhe habe, dann könnte der schon umfallen und der würde mir dann wieder direkt... Sag mal, 1,2 Level-Ups geben 12,7 Millionen. Sehr schön. Kabums. Aber nun geht es dann nicht mehr so einfach, weil die sind jetzt alle 5 Level jeweils höher. Ich sag mal, der geht eventuell auch noch, weil das ein Krieger ist. Aber danach muss ich wieder ein bisschen zocken. Definitiv. Oder der geht vielleicht auch gar nicht mehr jetzt. Genau. Jo, aber hat gepasst. Diese zwei wollte ich im Prinzip mindestens schaffen. Das habe ich geschafft. Und jetzt queste ich einfach noch ein bisschen für heute. Dann schauen wir weiter. Das Level 133 packe ich ja bestimmt sowieso. Auch ohne irgendetwas. So, jetzt noch ein bisschen skillen, denn ich möchte angreifen und nichts verlieren. Zu wenig Gold. Dann wird der Rest hier hineingespendet. So, rein damit. Machen wir gleich das Klappergerippe. Ist schon der dritte mittlerweile. 1 Milliarde. So, beziehungsweise 1008 merken wir uns. 1005, ja, das hat gepasst. 2, irgendwas Millionen geht in Ordnung. Und den Solo-Gegner kann ich auch direkt versuchen. Eventuell jetzt mit meinen Level-Ups, neue Epics und so, dass ich da mal 10% schaffe. Ah, das waren 9. Nein, 10. Das waren direkt 10, aber 10 reichen eben nicht. Man muss mindestens 11 zufügen. Gut, Inventar ist mal verdächtig leer. Dann Attribute, ja. Immerhin habe ich jetzt ein bisschen Glück. Ich meine, das ist echt noch verschwindend wenig, aber durch diese 1, 2, 3, 4 Epics habe ich zumindest mal ein bisschen Glück, dass ich auch kritisch treffen kann. Das geht in Ordnung. Arena wollte ich jetzt machen, genau. Hier diesen Kundschafter nehme ich mir zur Brust. Sehr schön. Da gab es sogar noch ein Item. 75% habe ich. Sehen wir uns mal auch kurz
die Rangliste an. So, ich bin in den Top 200 nicht ganz. Panticore führt noch immer mit 265. Tracer 242. Ja, und hier bei X-Nation einige High-Level-Spieler. Magiergilde haben wir hier jemanden. Genau. Aber ich glaube, wir führen gerade, Stichwort Raids, die Gilden an. Da wird es aber jetzt echt schon harpig, muss man sagen. Hier komme ich noch dran. Und da sind noch so viele Gegner. Also, die Raids werden echt schon immer herausfordernder. Aber man muss natürlich auch bedenken, ich schätze mal, so im Durchschnitt macht pro Tag die ganze Gilde irgendwie 5 Level, weil alleine jetzt hier hat man gesehen in dem Video, mache ich alleine schon 3-4 Level-Ups oder so, beziehungsweise an dem Tag. Und von daher, jo, da der gepanzerte Drache ist hier schon. Und wir haben nur noch 2 Leute auf der Bank, beziehungsweise 3 kann man sagen, weil das zählt ja fast gar nicht. Von daher, also hier, wen kann ich da noch füttern? Eventuell finde ich noch die eine oder andere Frucht, dann schaffe ich da noch was im Habitat. Aber ansonsten Pets, Unterwelt, boah, das ist krass. Sie haben schon manche die Unterwelt einfach auf 7, das Hauptgebäude. Gilden, das finde ich auch so lustig. Wir sind eigentlich eine von den stärkeren Gilden, um nicht zu untertreiben. Und sind auf Rang 900 circa, weil wir einfach so gut wie nie kämpfen. Wir haben durchgehend bisher nur geradet. Also kann man aktuell gar nicht wirklich sagen, welche Gilde, weil hier zum Beispiel Rang 1 hat aber 3 Gilden-Raids erfolgreich bezwungen. Naja, ob das wirklich die Rang 1-Gilde ist, das wird sich dann zeigen. Aber genau, ich schaue ab und zu so, ich meine im Prinzip ist es egal, wegen ein paar Prozenten oder so. Aber man will ja doch wissen, wie aktiv der Server ist. Die Top-Spieler einfach in der Rangliste, dann sieht man hier, okay, 22 haben die und was gibt's noch? Magiergilde und Stammtisch und so und irgendeine tschechische Gilde habe ich gesehen, die ich nicht aussprechen kann. 22. Ja, und was haben wir hier? 27. Also der 27. Moment mal. Ich verwechsel das immer. Ist das der 27. oder haben wir 27? Weil die Anzeige ist anders als bei anderen, wenn man sich fremde Gilden ansieht. Okay, hier müsste ich einen neuen Gegner nochmal kurz suchen können. Und das war aber ein Schuss in den Ofen. Eventuell, wenn ich die Soldaten bisschen aufbessere. Es ist ja Raritäten des Waldes Event und dann bekomme ich ja vielleicht ab und zu, obwohl ich habe noch gar nichts erhalten. Was ich krass finde. Noch nicht. Nada, niente, ist vielleicht sogar Epic Event? Nö, ist nicht, weil ich ja zufälligerweise ein Epic erhalten habe. Na gut, also, zeigen wir mal kurz meinen Charakter. Oh, Helm bräuchte ich auch, sehe ich gerade. Aber ich spekuliere einfach auf einen epischen, würde ich sagen, oder? Das ist hier meine Ausrüstung. Ganz akzeptabel mittlerweile, finde ich. Für mich, das geht schon klar. What? Ach komm, jetzt ist aber genug, Leute. Ich habe hier auch keinen Sockel drin. Warum sagt mir das niemand? Also, ich habe einen Sockel. Ich meine, ich habe keinen Edelstein in dem Sockel. Soll ich einen Glückstein nehmen, weil der so groß ist? So, einen? Nein, eigentlich nicht, oder? Ich muss mal, was hat irgendjemand eigentlich einen Glückstein noch drin? Das macht eigentlich niemand, aber der ist wirklich riesig. Nein, das wäre Quatsch, das mache ich nicht. Das wäre eher unnötig. Jo, ich glaube, ich verkaufe den gleich nicht, dass ich noch auf schlechte Gedanken komme. Nein, beziehungsweise der kommt in die Toilette rein. Genau. Rein damit. Na gut, dann würde ich mal sagen, für dieses Video war es das. Ich bin leeres Inventar. Das gab es noch nie bei mir. Bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach. Bis nächstes Mal weiter.